Hello, hello und willkommen zurück zu Paper Mario. Wir gehen jetzt hier in diesen wunderschönen Tempel rein. Also ich glaube, er ist wunderschön. Und ja, let's go. Tempel des Erdpergamenton. Stimmt, das Erdpergamenton brauchen wir. Wir müssen es nach Hilfe fragen, wegen dem Turm, ne? So, Erdpergamenton, Tempeltour, Ursprung des Tempels, 10 Münzen. Ja, komm. Oh. Der Legende zufolge ruht der Gott der Erde, das Erdpergamenton, in genau dieser Höhle. Seine Macht ist so unermesslich, dass es ihm sogar möglich ist, den Boden selbst anzuheben. Dann nimmt es nicht Wunder, dass die frommen Koopas ihn mit Pilgerfahrten und Geschenken ehren. Okay. Oh, hier geht's weiter. Für den kreativen Geist spiegelt sich in jenen Felsinformationen die Gestalt des Erdpergamentons selbst. Und so verehren viele fromme Koopas seinen segensbringenden Panzer genau an dieser Stelle. Der Panzer des Erdpergamentons soll sogar noch härter als dieser unzerstörbare Felsen sein. Ist er wirklich unzerstörbar? Oh. Sieht dieser Fels für dich nach dem Erdpergamenton aus, Mario? Für mich ja nicht. Okay. Kann ich da eigentlich draufhauen? Passiert dann was? Nein. Sehr robust. Sehr robust. Ja, okay. Der sagt dasselbe. Oh! Einmal ziehen. Oh, toll. Vielen Dank. Oh nein, ich hab's kaputt gemacht. Hätte ich erst 10 Münzen reinschmeißen sollen? Hey, ich weiß nicht. Na gut, vielleicht war ich's doch. Vielleicht habe ich ein paar Kabel und Zahnräder und so rausgerissen, als ich drin war. Ach, wirf einfach ein paar Münzen, dann sage ich mein Sprüchlein auf. Oh gut, dass wir das noch machen können. Okay. Kannst du auch Licht anmachen? Wunderbar. Mal sehen, wo war ich stehen geblieben? Ah, richtig. Man nimmt an, dass diese riesige Furche vom Erdpergamenton hinterlassen wurde. Aber, und das ist sehr wichtig, es heißt auch, dass sein Klauenhieb sein schwächster Angriff war. Das, was einem richtig zusetzt, sind wohl die Felsen, die es spuckt. Also besser mal darauf achten, würde ich sagen. Okay. Weiter geht's. Oh. Der folgende Abschnitt wurde der Authentizität wegen in seinem ursprünglichen Zustand belassen. Vorsicht, unebener Boden. Bin extra vorsichtig gelaufen. Oh. Warte. Hier kriecht alles rum. Wo ist er denn? Wo ist er denn jetzt? Wo bist du? Hast du einen Käfer gesehen? Wo ist er hin? Oh. Wann ist er wieder nach vorne gelaufen? Weißt du, ich habe mal ein Buch über sowas gelesen. Aber ich war trotzdem nicht bereit, als es dann mir selbst passiert ist. Okay. Hallo. Vielen Dank, Mario. Jetzt kann ich endlich zu meinem Stand mit edlem, exquisiten und extra günstigen Zubehör zurück. Ich stehe direkt draußen vorm Tempel. Komm vorbei, falls du Zubehör brauchst, ja? Ja, sicher. Ich wollte nur noch mal gucken, ob der eine Käfer hier ist. Ob es vielleicht drei waren. Hab dich. Komm wieder heraus. Da. Ach, gerade jetzt, wo ich in Sachen Krabbelkäfer den Bogen raus habe. Ich hatte ein tolles Versteck gefunden, von dem aus ich in dem nächsten Papier... Was?
Boah, ich weiß nicht, was mit diesem Spiel und dem Vorlesen los ist. Es ist irgendwie, ich weiß nicht, es ist die Kombination mit dem Stimmeverstellen, glaube ich, dass ich mich dauernd verhaspel. Ich hatte ein tolles Versteck gefunden, von dem ich aus den nächsten Pilger einen gehörigen Schrecken hätte einjagen können. Das stimmt allerdings. Gut, dass ich das verhindert habe. So, was haben wir hier? Bitte an unsere Besucher, das göttliche Abbild nicht bemalen, abklopfen oder zu lange betrachten. Was? Okay. Zu lange betrachten. 50 Münzen. Ja gut, wir haben es ja. Hier sehen wir ein Abbild des Erdpergamenton in seiner ganzen Pracht. Auch wenn er selbstverständlich vollkommen unbezwingbar ist, möge man sein Schwänzchen beachten. In gewissen Legenden wird sein formidables Hinterteil als nicht komplett unbesiegbar beschrieben. Es ist diese Kombination aus großer Macht und großer Schwachstelle, die ihn so allseits beliebt macht. Und damit ist der letzte Teil dieser Tempeltour beendet. Wir erwarten Ihre großzügigen Spenden. Also war das noch nicht genug? Noch nicht genug? Wie? Hier ist schon Schluss? Ein bisschen enttäuschend, oder? Könnte etwas albern sein, aber vielleicht sollte ich es trotzdem mal versuchen. Liebes Erdpergamenton. Oh Gott. Wenn du mich hörst, könntest du vielleicht so gnädig sein, den Felsenkram auf unserem Weg zur Luftschlange beiseite zu räumen? Wir danken dir für all deine Gaben und hoffen auf deine schildkrötige Unterstützung. Tja, das hat nicht geklappt. Jetzt ist es mir etwas peinlich, dass ich es versucht habe. Mario, tu irgendwas. Ja, beruhig dich. Beruhig dich. Alles wird gut. Ich weiß nicht. Du hast das Erdpergament schon einfach umgeworfen. Nein. Ich meine, hoffentlich sind wir jetzt nicht verflucht. Wie wird man normalerweise für das Verwüsten einer heiligen Stätte bestraft? Geht das nur mir so oder zieht es hier plötzlich total? Die Höhle geht noch weiter. Jetzt bin ich aber mal gespannt. Wir werfen einen Blick hinter die Kulissen. Wie aufregend. Ach, Olivia, wenn das nur so einfach wäre. Sie ist sehr simpel gefaltet. Aha. Oh. Aha. Oh. Oh, okay. Interessant. Einmal speichern. Oh. Das war etwas zu voreilig. Hoppla. Der ging etwas zu hoch. Oh wow, ich bin daneben gesprungen. Das läuft echt super. Ich warte einfach, bis alle unten sind. Ich glaube, das ist das Sicherste. So. Nein, warte! Ich muss das reparieren. Wow. Kann ich irgendwo zurück ins Hauptmenü? Erzählt es keinem. So. Oh, guck mal, ich habe wieder 50 KP. Interessant. Ein Wunder der Technik.
Da komme ich nicht hoch. Aber hier. So. Ich hätte hier Heilung bekommen. Sag das doch. Oh, sieh dir das an. Oha. Das ist viel beeindruckender als alles, was wir bisher gesehen haben. Ich muss ihm unbedingt ins Maul klettern. Klingt das komisch? Egal, los geht's. Ja, ins Maul klettern. Hier liegt was gefaltet. Ganz nebenbei und ich hoffe, ich beschwöre sie damit nicht. Wir haben schon lange keine Faltschergen mehr gesehen. Oh nein, ich glaub's ja wohl nicht. Ich auch nicht, Olivia. Ich auch nicht. Oh, die Musik. Und nochmal. So. Wie viel haltet ihr aus, ist die Frage. Oh. Okay. Kann ich mitleben. Wunderbar. Das habt ihr davon. Oh. Sind das hier etwa geheime Geheimgänge? Das Erdpergamenton-Relief. Relief? Relief heißt es, glaube ich, ne? Nicht Relief. Gibt's hier was? Nö. Sieht nicht so aus. Jawohl. Okay, guten Tag. Ah! Boah, ist das schnell. Der war aber schnell unterwegs. So. Aber ist ja kein Problem für uns. Juhu! So mag ich das. Spitze! Da unten, etwas links, sehe ich eine Münze. Und ganz links rennt ein Tod rum. Der kann immer irgendwo im Fragezeichenblock versteckt sein, oder? Hier zum Beispiel bei dem Loch. Ja! Jawohl. Das gab eine Feuerblume. Oh, es geht hoch. Ich möchte aber noch nicht hoch. Ich möchte hier runter. Glitzerstiefel. Stärker als Eisenstiefel, aber nicht geeignet für Stacheln. Okay. Hallo? Ah, okay. Oh. Oh, oh. Oh nein, hackt nicht auf ihn rum. Ihr seid ja gemein. Ihr Gemeinis. Gemeinis seid ihr. Oha. Ja, hier ist ein bisschen schade, dass die Fledermäuse nicht auf dem Boden sind, ne? Ja. Ah, es geht weiter, es geht weiter. Okay. Ich dachte, der Zug hört auf. Und ja, ich muss gleich noch die anderen Stiefel ausrüsten. Okay.
Ich danke euch. Ihr habt mir ja keine Ahnung, wie lange ich hier gefangen war. Ich bin der Verwalter dieses Tempels, müsst ihr wissen. Mein nur aus einer Erinnerung kreiertes göttliches Abbild war verbesserungswürdig. Also kam ich hierher, um das Original zu suchen. Gut, eigentlich interessiert mich nur, wie viele Münzen ich damit machen kann. Doch habe ich es deshalb den Angriff dieser Flap-Flaps verdient? Na, wahrscheinlich schon. Naja, sei vorsichtig auf deinem Weg nach draußen, Mario. Bye, bye. Auf Wiedersehen. Tschüss. Bisschen schwierig, diese Schrift zu lesen. Nein, nein, Olivia, nein. Bitte zeig dich uns, liebes Erdpergamenton, oder bedeutet dein Schweigen vielleicht, dass du noch etwas weiter weg bist? Vielleicht. Vielleicht. Ausrüstung. Glitzerstiefel. Die kommen mal hier unten hin und die Eisenstiefel packe ich hier hin. Okay. Okay. Alles sehr mysteriös hier. Immer mal Probe springen, ob irgendwo ein Fragezeichen im Block ist. Man weiß ja nie. Man weiß ja nie. Oh. Bitte nicht runterschubsen. Oh! Ein Glitzerhammer. Stärker und stylischer als der gewöhnliche Alltagshammer. Zeig mal her. Hier bitte. Oh, wir haben ja noch mehr Plätze. Sehr gut. Ist hier auch ein Block? Nein. Oh, 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 oh. Ah! Oh Gott. Boah, der Controller hat während des ganzen Kampfes durchgehend vibriert. Das war voll unangenehm. Oh, meine Hände. Die kribbeln immer noch. So. Mal hier den Boden wieder feinsäuberlich bedecken. Oh, hier ist ein Schatz. Na, sieh mal einer an. Ein Felsen. Schön. Wunderschön. It's me, Mario. Oh. So, der ist auch erledigt. Oh, ein Pilz. Nett. Pilze kann man ja immer gebrauchen, denke ich. Schön vorsichtig. Klappt es diesmal mit einfach durchrennen? Nein. Wie machen wir das denn dann? So. Ja. Hier ist ein Loch in der Wand. Ein Loch? Hm. Okay. Excuse me, aber wie geht's dann weiter? Was soll das? Ich habe irgendetwas übersehen. Anscheinend. Hä? Kurios. Ja, guck mal. Da ist ein kleiner Eingang. Warte, lass mich da rein. Lassen Sie mich rein. Okay. Kann ich hier... Nein. Aha. So wird das was. Okay.
Ne, bitte einmal speichern. Und weiter geht's. Wie lange geht diese Höhle eigentlich? Oh. Hoppla! Na? Ja, doch. So. Machen wir so. Und dann einmal mit dem Hammer. Ja. Sehr schön. Aber es hat hier so gerumpelt. Jetzt kommen sie uns noch mit Feuer. Was ich sagen will ist, bitte sei vorsichtig. Und wenn es dir nicht gut geht, drück sofort Y und setze ein Item zur Heilung ein. Alles wird gut. Da dreht dein Cooper durch. So, jetzt aufpassen mit dem Feuer. Super. Wow. Das kommt gerade recht. So, bloß nicht runtergucken und runterfallen dabei, ne? Ja, das wäre, glaube ich, ganz gut. Die Steine sehen irgendwie verdächtig aus. Uiuiui. Oh Gott, das geht jetzt schnell. Ah! Aber hey, ich bin durchgekommen. Kann man da rein? Man kann da rein. Habe ich genau gesehen. Warte mal. Geht das hier unten auch? Dafür ist es wohl zu spät. Da. Guck mal. Hui. Geschafft. Das geht schnell. So, okay, aber das ging... Okay, okay, übertreib, Spiel, übertreib. Da kann man Konfetti werfen. Mach das heiler. Oh mein Gott, da! Ich hätte in die Lücke gemusst. Dieses Spiel, ne? Dieses Spiel hat so seine Tücken. Es muss jetzt halt nur treffen. Ne? Ja, 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 ja. Ich bin gerettet. Hehe. Nicht schlecht. Du bist zwar schon aus Papier, aber das Ding da hätte dich echt platt gemacht, Mario. Er hat das doch auch. Ich hätte wissen müssen, dass du einen Weg findest. Gut gemacht. Jetzt wäre noch so ein Special Hint gewesen, so der Hinweis, dass es beim ersten Mal nicht geklappt hat. Dann wäre ich beeindruckt gewesen. Aber so nicht, Olivia. So nicht. 100%. Okay. Zumindest schon mal. Ach, guck mal. Ja. Zumindest schon mal die grundlosen Löcher auf 100%. Hui, das ist ja ein KP Max Plus. Supi, fantastomatisch. Und was macht das genau? 20 KP Plus? Also ich rate einfach mal, aber für mich sieht es so aus, als hättest du jetzt ein paar mehr KP, Mario. Und bilde ich mir das nur ein oder siehst du jetzt auch stärker aus? Also diese KP Max Plus Dinger sind ja mal richtig klasse. Ja, ich weiß. Die sind richtig toll. Okay, weiter geht's.
Ach, hier bin ich jetzt. Die Stelle haben wir nämlich schon einmal gesehen. Da haben wir nur unten. Geht das auch ganz runter oder nur das Stück? Ach so. Ah, okay. Das ist nett. Hallo. Wir haben es geschafft. Na gut, Erdpergament und Statue. Mund auf und Augen zu. Jetzt kommen wir nämlich. Ja, jetzt kommen wir. Oh Gott. Ich bin ganz aufgeregt. Ha! Hab ich dich. Eine Röhre. Das wäre das. Was fehlt denn noch? Warte mal. Es fehlen noch ein paar Toads und Fragezeichenblöcke. Vielleicht findet man die noch. Ich gehe erstmal durch. Verdächtig. Äußerst verdächtig. Ich bin schon bei 31 Minuten. Ja, ich glaube, wir belassen es heute bei der Länge an Folge. Sonst nimmt das ein übermäßiges Ausmaß an. Genau. Vielen Dank fürs Zusehen. Vor allem Nico Green und Rob. Vielen Dank für eure tolle Unterstützung. Und natürlich auch danke an Mike's und Nikuya, White Tiger, Lukas und Netopia. Danke für eure Kanalmitgliedschaft. Und beim nächsten Mal schauen wir hier um die Ecke und sehen, was uns erwartet. Ja, ich glaube, es wird spannend. Bye, bye.